haben wir auch schon das erste Anlassfragment. Das wollen wir natürlich auch haben. Da kommen wir so nicht hoch. Vielleicht von der anderen Seite. Nein, synchronisieren, nicht hängen lassen. Synchronisieren. So, 1 von 1 Synchronisation. Hier haben wir noch ein paar Schatz. Die wir mitnehmen können. Die habe ich eben zum Beispiel noch gar nicht bemerkt. Die da noch mit und die da noch mit. Was haben wir denn hier noch? Da unten haben wir noch einen Schatz. Wir haben noch ein paar Wildschweine. Wir haben jemanden, der unbedingt Sport machen muss, obwohl das eigentlich nicht muss. Ich verstehe diesen Menschen nicht. Ja, von oben kann man runterspringen. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich von der anderen Seite dran. Da hinten liegt noch eine Schatzkarte, von der ich aber noch nicht weiß, wie man sie benutzt. Falls das jemand weiß, kann er es mir auch gerne sagen. Ist okay, dann retten wir erstmal die Mannschaftsleute hier. Okay, zumindest einen können wir noch retten. Korrigiere. Keinen können wir retten, nicht bei uns selbst. Ja gut, war nicht so gut. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Gehen wir mal von der anderen Seite rum. In den Hintern geschossen. Alter! Wo es auch mal hin ist. So schnell konnte ich nicht zielen. Nicht mit dem Controller. Vielleicht hätte es mit der Maus besser geklappt, aber mit dem Controller ging es leider nicht. Und ich habe tatsächlich vor, möglichst viele von den Assassin's Creed mit dem Controller durchzuspielen. Auch wenn ich mit der Maus wahrscheinlich geschickter wäre. Komm. Bald liegst du in deinem eigenen Gekäuse. Geht doch. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Ja, ihr 2-4. Ja. So, da drüben haben wir dann unser Fragment. Was eigentlich einfach zu erreichen ist. Hallo? Hallo? Würdest du mal da oben bleiben, bitte? Wie gesagt, was eigentlich einfach zu erreichen ist. Dann halt so.
Wenn man sich nicht zu dumm anstellt, würde ich gerade sagen. Und wie müssen wir jetzt da oben hochkommen? So nicht. Legen wir noch ein Stück Schwein zu dem Dings hier hin, dann sieht es wenigstens nach einem authentischen Lager aus. Okay, da geht's auch nicht hoch. Guck mal. Stück Fleisch ohne Blei. Ah, hier ist nochmal der Schatz. Vielleicht muss ich da gar nicht hoch. Hier ist noch die Karte. Ist das... Jo, das ist doch... 579, 220. Nee, hier ist eine andere Insel. Dort ist eine andere Insel hier. In meinem Kopf sah sie ähnlich aus. So. Damit haben wir diese Insel auch durch. Perfekt. Da ich gerade nicht in der Nähe von dem Bruderboot war, machen wir dann zurück. Wenn wir schon dabei sind. Ne, die andere Insel ist was Größeres. Nehmen wir doch die Hauptmission wieder auf. Vielleicht nicht direkt hier durch. Da ist nämlich noch sowas wie eine Sandbank. Oh, guck an, Engländer. Stoff und Zucker. Stoff könnte man eigentlich doch gebrauchen für ein oder zwei Dinge. Ist zwar ein Engländer, aber was soll's. Da hinten geht auch noch ein anderes Schiff unter. Holen wir uns doch zuerst mal das. Die HMS Seahorse. Eine Brick, die nichts weiter kann. Nein, die kann ich nicht. Was hattest du dabei? Holz und Stoff? Schaden tust du nicht. Die Segel heißen, los geht's! Hoch, Leute! An die Bramsegel! Feuer! Präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Bereit zum Feuern, Captain! An die Geithaue! Ja gut, mehr muss ich da glaub ich auch nicht mehr machen, wa? Das alte Spiel. Desto weniger Leute ich von mir einsetze, desto besser. Jo, Leute. Stoffholz-Crewmitglieder. Perfekt. Auch wenn ich dich reparieren müsste, glaube ich.
Die Brick wäre schon interessant gewesen, aber leider kann ich mit der nichts machen. Was ich doof finde. Was haben wir denn da? Ach, ein britisches Kriegsschiff. Rumzucker schwere Kugeln. Metall an Kanonenboot. Fregatte mit Metall. Der schießt auf Engländer? Nein, nein, nein. Verdammter Nebel! Bereit zu schießen, Sir! Das war jetzt nicht so. Und da sind sie sehr ruhig geworden. Ich will das Metall haben. Wahrscheinlich müssen wir jetzt 15 Leute töten. 15 und gegnerische Offiziere. Offiziere will ich sofort haben oder so. Die sind nämlich, glaube ich, die schwierigeren. Du bist tot. Ja, genau. So ändert man nicht. Das ist solche Leute immer wieder auf diesem Weg. Das verhindert doch den schnellen Sieg. Ja, das ist definitiv gut. Das war Kopf 15. Very nice. Dieses Schiff ist erobert. Metall. Was ich haben wollte. So, jetzt ist da das Feuerfasserschiff, aber so viel Segel wie ihr könnt. Ich glaube, das ist jetzt gleich einfach versenkt. Und lasst sie dafür bezahlen. Gebt den Befehl, Sir. Und der Engländer kann sich stolz schätzen, gerettet worden zu sein von einem Piraten. Was? Okay. Feuer! Ups, nein, nein, nein. Vorbei! Sind die Haken fest? Bereit zu feiern, Sir! Okay. Habe ich gerade eine Nebelwand gesetzt? Mehr Segel! Alle Segel! Ach, wir kommen in den Sturm, deswegen! Holzzucker. Holz ist geil.
Aber das Wetter ist gerade nicht so optimal, würde ich behaupten, zu kämpfen. Captain, Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Die will ich erstmal alle haben. Backbord, Sir! Dort schwimmt Beute! Wir werden auf sie treffen, Sir! Feuer! Der Treffer könnten Sie lahmlegen! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Mars und Farbsegelwerk! Ein Feuer! 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 Sieht's da vorne aus? Okay. Haltet euch fest! Es hätte lange dauern, das zu reparieren! Feuer! Der Treffer könnten Sie lassen! Feuer! Feuer! Okay, die sind reif zum Entern. Nein, nein, komm, benutzen. Benutzen. Wenn sie kommt, fickt sie in den Tod. Oh, das war meine eigene Crew. Sorry. Und dann verteidigt unser Schiff. Wir sind gerade beim Entern, aber ich sag ja nichts. So. Den dann noch. Autsch, das war nicht so geplant. Das schon eher. Das geht ganz schön auf die Kurse, so eine Interaktion, vor allem bei den großen Schiffen. Reparieren oder Kantersgrad? Komm, wir reparieren lieber. Nur Kantersgrad kann ich auch das verringern. Dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Ja. Ich weiß, deswegen haben wir sie hier gemacht. Setzt alle Segel, die wir haben! Aber ich brauche jetzt erstmal irgendwo einen Hafen oder irgendwas, um den Bekanntheitsgrad zu verringern oder sonst irgendwas. Ach, das Gebiet davon ist noch nicht verfügbar, alles klar. Das ist ja supi. Ich muss da erstmal. Ich muss also zwangsweise auf die andere Seite. Holt die Kreuzkopfsegel ein! Alles setzen und schafft zum Wind. Du interessierst mich nicht. Segel, wir reiten die Böe!